Vorsicht, das ist eine Handfeuerwaffe. Eine Handfeuerwaffe? Das ist... Nicht an den Abzug kommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nachrichten für Rock'n'Roll-Freunde. Du, Freitag. Ich, Robinson. Du, Freitag. Ich, Robinson. Und wer war noch mal Marlene Dietrich? Stopp, 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 stopp. Steh- oder Sitzplatz? Was? Ja, Steh- oder Sitzplatz? Ich nehme Stehplatz. 15 Mark. 15 Mark für einen Stehplatz? Was kostet ein Sitzplatz? 50 Pfennig. 50 Pfennig? Das kann doch gar nicht angehen. Wieso kostet ein Stehplatz 15 Mark und ein Sitzplatz 50 Pfennig? Ja, den muss ich ja nicht hinterher sauber machen. Das Eckeninstitut präsentiert die lustige Welt der Psychologie. Heute Magnetismus. Herr und Frau Ecken, können Sie mich hören? Ja. Herr Ecken, Ihre Frau leidet an Magnetismus. Das ist eine sehr außergewöhnliche Krankheit. Ja, das finde ich auch. Wie haben Sie das bemerkt? Was? Den Magnetismus Ihrer Frau. Ja, das fing ja vor unserer Hochzeit schon an. Sie hat mal gesagt, sie fühlt sich so von mir angezogen und kommt nie mehr von mir los. Und, ja. Ich hätte so eine animalische Anziehungskraft, also sowas. Aber ist es nicht auch schön, den geliebten Menschen immer bei sich zu haben? Naja, man möchte mal gern mal alleine sein, mal. Magnetismus, eine Krankheit für die ganze Familie. Weißt du, in der letzten Zeit war es nicht einfach. Meine Frau hat mich verlassen, Wagen haben sie mir geklaut und dann bin ich noch aus dem Job rausgeflogen. Manchmal hilft es einfach, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann, der einen versteht. Hallo, ist da die Fußpflege? Ja, aber was kann ich für Sie tun? Hier spricht Manfred und das ist mein Bruder Dieter. Wir rufen wegen unserer Tante Martha an, die hat so dicke Hornhaut an den Füßen. Na, dafür sind wir doch da. Meinen Sie, Sie kriegen die ab? Die ist so dick wie beim Elefanten, die Hornhaut. Da brauchen Sie bestimmt eine Elektroschleifmaschine bei so dicker Hornhaut. Das können Sie mit normalem Werkzeug vergessen. Sag mal was von den Hühneraugen. Und die hat auch so dicke Hühneraugen, die Tante Martha. Die sind so dick wie Spiegelei. Da müssen Sie mit einem Presslufthammer ran. Bei den Hühneraugen, solche Dinger. Meinen Sie, Sie schaffen das? Aber sicher doch. Wann kann sie denn mal kommen, Ihre Tante? Die kann eigentlich immer. Die hat ja sowieso nichts zu tun, die alte Tonne. Am Dienstag? Dienstag geht nicht, da ist Kaffeeklatsch. Da kommen die ganzen Freundinnen zu Besuch und essen Sahnetorte. Und wir müssen servieren. Und die pupsen immer rum. Und die Frau Lehmann, die piekt mich immer mit dem Scherben. Und Tante Martha lacht immer, die alte Sahnetasche. Ja. Mein Bruder wollte auch mal kommen. Der hat so Schweißfüße. Behandeln Sie auch Schweißfüße? Ich, ja, keine Schweißfüße. Sie behandeln keine Schweißfüße. Ich hab ja auch gar keine Schweißfüße. Das ist doch nicht schlimm, wenn einer Schweißfüße hat. Schweißfüße. Das kann doch mal passieren. Da muss man sich doch nicht so zieren. Ich hab ja keine blöde Fußpflege! Ich hab ja gar keine Schweißfüße! Ja, aber das wissen die da ja gar nicht.
wir. Wir gehören zusammen wie der Schaum und das Bier. Du gehörst zu mir, ich gehör zu dir. Wir gehören zusammen wie der Mensch und das Bier. Jetzt gehöre ich endlich zum Chat-Set. Mit meiner eigenen Yacht. Wer fährt denn da raus? Boris Becker. Und hab schon nette Nachbarn hier. Nur der Karl Lagerfeld, der ist ein bisschen komisch. Grüßt mich nie. Naja, was soll's. Ah, Claudia Schipper. Ob ich die noch mal zum Kaffee einladen soll? Oh ja, backe ich Streuselkuchen. Die Familie, großes Glück und keine Sorgen. In der Familie Martini. Brauchst dir keine Gedanken zu machen. Meine Eltern sind ganz nett. So, jetzt wollen wir unsere Turteltäubchen aber mal alleine lassen. Die sind ja auch alt genug. Da muss man ja nicht so einen Aufstand machen. Hm? Ach ja, jetzt sind wir so richtig allein. Juhu! Ich wollte nur eben das Geschirr abräumen. Hast du auch Hobbys? Nur ganz kurz, chilenische Stadt mit 8 Buchstaben. Santiago. Danke. Ja, jetzt sitzen wir hier und... Ich mach euch mal den Tisch sauber, dann habt ihr es netter. Ich leg mal eine Schallplatte auf. Ein bisschen Musik, das hebt die Stimmung. Das habe ich früher auch immer laufen lassen. Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein. Wir können aber auch ein Gesellschaftsspiel spielen. Vielleicht hätten wir Kommando Pimperle spielen sollen. Kommando Pimperle. Kommando Faust. Die bleibt aber schön hier. Das kann ich dir wohl sagen. Und ich darf nachher die Scheißdinger wieder ankleben. Für Männer, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Onanie. Wie lange muss der Mann denn ja noch beatmet werden? Also 3 bis 4 Wochen, sonst merken die Angehörigen noch, dass er schon tot ist.
Gehen wir zu dir oder zu mir? Zu mir. Attention! Ein Franzose trifft auf die Straße eine Frosch und eine deutsche Frau. Wen nimmt er mit nach Hause? Die Frosch. Weil da muss er nicht extra noch die Schenkel rasieren. Der Nachwuchs in der Landwirtschaft fehlt, so auch bei Bauer Ecken. Herr Ecken, erzählen Sie doch mal. In der Stadt hätte Annegret nichts Anständiges zu tun. Ja, Ihre Tochter. Wo ist sie denn? Was? Wie war denn das mit Ihrer Tochter? In der Stadt hätte Annegret nichts Anständiges zu tun. Ja, genau. Die Annegret, was hat sie denn nun gemacht? Nix. Aber die ist doch weggegangen. War die Annegret? Ja, genau, die Annegret. Die ist ja nun in der Stadt, die, nicht? Da braucht die gar nicht mehr angekrabbelt kommen hier. Die hau ich links und rechts in den Backen rein, dass nur so da wegbrabbelt. Ich sag noch, Toe Eli, was die Annegret. Das ist eine graue Schild. Die Stadtlüte haben die völlig umgedreht. Die hau ich mir in die Wange, in die ungetrappelte Frisur. Wenn die hier ankommt, den grabbel ich links und rechts achtern in den Backen rein, dass ich nicht mehr wies, ob die Mannslüte oder das Frühlüte ist. Den grabbel ich so angemus. Das wird ja. Ja. Ja? Herr Ecken, vielen Dank für das Gespräch. Ja? Ja. Raphael, ein bedeutender Maler der italienischen Hochrenaissance. In seiner Bildniskunst strebt er nicht unbedingt die absolute Wirklichkeit, sondern deren Abbild an. Das ist doch Ivan Reprov. Echt Ivan Reprov. Kalinka, 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 Kalinka. Hallo und willkommen bei der tönenden Wochenshow. Der deutsche Bergextremist Hans Haller versuchte am 22. August 1933 gemeinsam mit seiner Verlobten, dem Mädel Hanne Hübner, den 3400 Meter hohen Weichkugel zu bezwingen. Am Gipfel angekommen, wurden beide jedoch von der eintretenden Monatsregel der Hanne Hübner überrascht. Unter extremen Bedingungen erfand Hans Hübner an diesem Tag die Monatsbinde, die er selbst aus seiner Krawatte und seinen Socken herstellte. Hut ab vor dieser Leistung eines deutschen Burschen. Hans Haller, wir gratulieren dir. Überglücklich genossen sie die deutsche Bergluft und das unglaubliche Panorama der Alpen. Barfuß, wie er war, begannen sie nun den beschwerlichen Abstieg. Unglücklicherweise rutschte er aus und brach sich das Genick. Hans Haller opferte sein Leben der Forschung und Lehre. Sein Name ist vergessen. Doch Alpina, die erste Damenbinde für Extremsportlerinnen, ging in die deutsche Geschichte ein. Alpina, Sicherheit auch bei größter Gefahr.
Hallo, das macht 50 Pfennig. Können Sie auf 1000 Mark rausgeben? Nee, tut mir leid. Dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Hallo! Hallo! Hallo, hier ist Toilettenpapier! Was soll ich denn damit? Ich hab's leider auch nicht kleiner. Jürgen. Was ist, Helmut? Weißt du eigentlich, was Klonen ist? Klonen? Sicher. Ist, wenn du eine Sache hast und dann machst du aus der einen Sache noch eine Sache, dass du zwei von derselben Art hast. Das ist Klonen. Das ist Klonen. Rita, klonst du uns noch mal zwei? Habt ihr was zu schreiben? Ja, hier. Okay, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ihr füllt nur die schwarzen Felder aus, ja? Die Grünen, das macht das Finanzamt. Aber wieso soll ich die Grünen denn nicht ausfüllen? Ja, weil er das sagt, der hat da voll die Ahnung, du Klotz. Rocco, warum soll ich hier überhaupt was ausfüllen? Ich kapiere das alles nicht hier. Steuerbetrug ist eines der lukrativsten Verbrechen überhaupt. Um aber betrügen zu können, muss man eben eine Steuererklärung abgeben. Ja, aber Rocco, das kann ja gar nicht angehen. Wenn ich eine Erklärung abgebe, dann betrüge ich ja gar nicht. Die musst du eben dann frisieren. Aber sag mal, wie soll man denn so ein Ding frisieren? Du musst zum Beispiel falsche Belege abgeben. Was, soll ich jetzt hier Belege sammeln oder wie? Oder jo, dann lass ich mir jetzt jedes Mal eine Quittung geben, wenn ich eine Bank überfallen habe oder was? Ihr könnt zum Beispiel auch euren Wagen abschreiben. Ja, nur mein Wagen wird nicht abgeschrieben, der ist nagelneu. Ja. Jungs, ich will Quittungen, Quittungen, ja, Quittungen! Ist ja gut! Ja. Komm mal, ich war gestern zum Beispiel im Bank. Hier, guck, da war ich mit meiner Folge in Einkauf. Guck mal, konzentriert euch! Wenn wir uns halten, Steuerberater. Sind wir vermischen! You're my heart, you're my soul. I keep it shining every night. Hallo! Gib mal 50 Pfennig, und zwar hier auf dem Teller, ne? Nehmen Sie auch Kreditkarten? Oh. Haben Sie heute Abend noch was vor? Tut mir leid, Klofahren sind unter meinem Niveau. Gib. Hallo, ihr Kleinen, gebt fein Acht. Wir haben euch etwas mitgebracht. Heute Rotkäppchen und der Wolf. Als Rotkäppchen zu ihrer Großmutter ging, begegnete sie dem großen Wolf. Da sprach er: Rotkäppchen, wenn du mir einen Zungenkuss gibst, bin ich erlöst, denn ich bin ein verwunschener Zuhälter. Und so geschah es. Und vor ihr stand ein großer Mann mit kurzen, dunklen Haaren und einer Goldrandbrille. Und eine Rolex. Er nahm sie mit in die große Stadt, und da steht sie nun jeden Tag mit einem kurzen Rock und einem echten Kunstpelz und verdient viel Geld, damit der Zuhälter sich immer den größten Mercedes kaufen kann. Und eine dicke Rolex. Und nun husch ins Bett hinein, schlaft gut, ein, ihr werdet müde sein. Schlaft ein, heißt das. Und wenn ich sofort Ruhe ist, landet ihr da auch. Geil!
bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist so hart im Hoch. Werde euch in die Luft sprengen. Cool. Nimm mich nicht an. Das ist nicht gut. Und nun husch, husch ins Bett hinein. Egal. Dann, den muss ich hinterher nicht sauber machen. Ach, das war's schon. Ja. Er heißt